Zum Auftakt des vierten Tages ging es hier zur Goldstahlbrücke. Mit einer Länge von 574 Metern und einer Höhe von 78 Metern auf teilweise 4 Etagen ist das die größte Zielgrabenbrücke der Welt. Insgesamt gibt es hier 98 Gewölbe. Die Brücke dient hier für den Zugverkehr. Das Ganze ist zweigleisig. Die Brücke ist oben leider nicht zu betreten. Unterwegs hier unterhalb der Brücke mit den großen Bögen hier. Ein Blick hier durch die Säulen. Jetzt auch hier oben im Tal runter noch. Schon ein riesiges Bauwerk. Haben wir die Position gewechselt, sieht man schon, dass das ein riesiger Klopper ist. Kommt auch schon der erste Zug. Stehen wir unten am Bauwerk, am Fuß. Noch so eine Gedenktafel, wer es erbaut hat, wie viel Arbeit er was gekostet hat.